Ja, hallo Leute. Heute mit dem Unboxing von den Beats by Dr. Dre. Ja, ich habe mir jetzt hier die Solo HD-Version geholt, wie ihr hier sehen könnt beim Apple Store. Und ja, ich wollte die Kopfhörer schon länger haben. Guter Kumpel von mir hat die Studio Beats eben, also die größeren. Allerdings waren mir die eigentlich immer ein bisschen zu groß von der Optik her. Und deswegen habe ich mir jetzt die Solo geholt. Allerdings die HD-Version, weil ich natürlich diesen tollen Klang haben möchte. Ja, freue mich wirklich auf die Kopfhörer, wollte ich schon länger haben, denn mit meinen Sennheisern, ja, da war ich nicht wirklich so zufrieden. Und wenn man bedenkt, dass die hier fast genauso viel gekostet haben wie die Sennheiser, ist das doch schon ein großer Unterschied, wie ich finde. Ja, schauen wir uns mal kurz den Karton an. Kosten tun die natürlich so 199 Euro im Apple Store. Ich glaube, ihr kriegt sie auch online irgendwie 10 oder 20 Euro billiger, aber da ist kein großer Unterschied. Ja, hier haben wir mal so auch mal die Rückseite, das ist auch nochmal schön erklärt. Also die Verpackung ist wirklich wunderbar, da kann man fast behaupten, die ist besser wie die von Apple, also designtechnisch und so. Hier seht ihr auch nochmal den Rapper, der das Ganze ja, sozusagen ins Leben gerufen hat, der Dr. Dre. Und ja, hier vorne eben nochmal die Kopfhörer. Dann sage ich mal, holen wir es doch hier direkt raus. Das ist ja nur hier so ein Cover nochmal. Tun wir mal zur Seite und hier kommt dann der eigene Karton dazu. Wie ihr seht, auch nochmal alles schön in Folie verpackt. Machen wir mal auf. Also da hat man echt Spaß beim Auspacken natürlich, weil ich eben die Kopfhörer auch wirklich klasse finde. So, auf. Und ich denke mal, dann machen wir es hier wieder auf, an der Lasche. Ja, mache ich das richtig? Nee, so, falsch rum. Muss man es einmal umdrehen, genau. Ihr seht jetzt ja auch nochmal Beats by Dr. Dre von Monster. Okay, da haben wir es auch schon mal. Hier sind wahrscheinlich die Kopfhörer drin, genau. Gucken wir erstmal, was wir hier noch in der Seite drin haben. Sieht auch so wunderschön raus, genau. Also das macht echt Spaß beim Auspacken, das kann ich euch sagen. Hier haben wir die Kabel, die sind ja echt cool. Zum einen haben die hier dieses Control Talk, funktioniert eben bei iPhone und so weiter. Und die lassen sich auch nicht irgendwie verheddern oder verheddern nicht sehr leicht. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Das geht mit denen wirklich nicht und sind sehr angenehm, auch die Kabel. Hier haben wir noch so Anleitung, denke ich mal, und Garantieschein, was man da immer so alles bei solchen Geräten mit beibekommt. Und hier auch ein Poliertuch für die Kopfhörer. Lassen wir mal so hier drinnen. Genau, momentan brauchen wir ja nur die Kabel. Und was haben wir hier? Da kommen jetzt die eigentlichen Kopfhörer, sozusagen der Star des Unboxings. Und da haben wir sie auch schon nochmal schön in Folie verpackt. Das ist eben hier dieses Case, das da mitkommt. Das ist das Einzige, was mir bei dem Studio besser gefällt. Das ist so ein Hardcase. Das hier ist ja nur so weich. Aber trotzdem, hier haben wir dann auch schon die Kopfhörer. Ja, so sehen die aus. Wirklich cool. Beats by Dr. Dre, Solo HD. Ja, das sind die. Und ja, ich würde sagen, das war es eigentlich auch schon hier von dem Unboxing. Ich weiß noch nicht, ob ich da ein Review dazu machen werde, denn zu diesen Kopfhörern gibt es natürlich schon unzählige auf YouTube. Aber wenn ihr eins haben wollt, dann lasst es mich doch einfach in den Kommentaren wissen. Ja, das war es auch schon hier von diesem Video. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.